Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dreht sich alles um die Musa Basio, die hier seit circa 6 Monaten ausgepflanzt im Garten steht. Es gibt viele Tipps und Tricks von der Anzucht bis zur Pflege. Und wenn ihr wissen wollt, wie man eine Banane, die mal so klein war, zu so einem Prachtstück bekommt, dann bleibt dran. Los geht's! Diese Musa Basio habe ich gekauft vor ca. 6 Monaten. Sie war dort ungefähr 10 cm groß. Hier seht ihr das Bild nochmal. Hat nicht sehr gut ausgesehen. Ich habe sie dann noch mitgenommen für ein paar Euro. Und ja, hier sieht man, was daraus geworden ist. 6 Monate später. Das ist meine Musa Basio, die japanische Faserbanane. Sie ist nun ungefähr 3,5 Meter hoch. Sie ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gewachsen, muss man sagen. Ich habe sie ausgepflanzt seit Mai. Das bedeutet jetzt rund 6 Monate, ein halbes Jahr. Und ihr gefällt es wirklich, wirklich sehr gut. Die japanische Faserbanane ist bis ca. minus 10 Grad winterhart. Winterhart ist jedoch nur der untere Teil der Banane, das sogenannte Rhizom, das sich in der Erde befindet. Der obere Teil wird euch höchstwahrscheinlich absterben, solltet ihr der Banane kein Winterquartier bieten, keinen Winterschutz bieten. Wie ihr das am allerbesten macht, zeige ich euch in einem separaten Video. Wenn man sich den Stamm mal näher betrachtet, ist es wirklich sehr beeindruckend, wie schnell und wie stark die Musa Basio innerhalb von nur 6 Monaten gewachsen ist. Ich halte mal meine Hand hin, dass ihr einen Vergleich habt. Es ist wirklich extrem. Ja, der Stamm hat ca. einen Durchmesser von 15 bis 20 cm. Sehr stabil, sehr stark, geschützt gegen allerlei Stürme und Winde. Das macht der Musa Basio überhaupt nichts aus. Sehr interessant sind auch die ganze Kindel, die sogenannten Neuaustriebe, die die Banane hier gebildet hat. Wir gehen mal etwas näher ran. Das größte ist circa 1 Meter hoch. Ich habe vorhin mal grob gezählt. Es sind ungefähr 10 Neutriebe, die sich hier gebildet haben. Der eine oder andere entfernt alle bis auf 2 oder 3. Die lässt man stehen, dass die neue Energie in diese Kindel mit einfließen. Ich mache es nicht. Ich lasse mal alle stehen. Also Ansprüche an den Boden stellt die Musa Basio überhaupt keine großen. Sie wächst eigentlich so gut wie überall, ob ihr hier lehmigen Boden habt oder sandigen Boden. Das macht der Musa erstmal nichts aus. Sie ist wirklich sehr pflegeleicht, überall pflanzbar im Garten. Wenn es geht, wählt einen etwas windgeschützten Ort, vor allen Dingen für die frostigen Winde, die dann im Winter natürlich kommen. Es hat leider gerade angefangen zu regnen, deshalb habe ich mich schnell in die Garage zurückgezogen. Macht aber überhaupt nichts. Ich wollte euch kurz was zum Thema Düngen erzählen. Und zwar ist die Musa Basio aus meiner Sicht ein Starkzehrer. Wirklich, also die Bananen an für sich, die brauchen sehr viel Nährstoffe. Und da ist die Devise ganz klar, lieber zu viel als zu wenig. Wenn ihr möchtet, dass eure Banane schnell und gut und gesund wächst, dann braucht die Banane viel Dünger. Ich habe hier 2 handelsübliche Dünger mal vorbereitet. Wir schauen uns die Konzentrationen an von diesen Düngern. Ich zoome eben mal etwas ran an den linken. Den schauen wir uns kurz näher an. Und zwar für das Wachstum sehr wichtig sind diese 3 Kennzahlen, 18, 12, 18 zum Beispiel. Was bedeuten diese Zahlen? Das handelt sich, die erste Zahl, die 18%, ist der Stickstoff, 12% Phosphor und 18% Kalium. Das bedeutet, hier in diesem Dünger, in dieser Lösung, in Pulverform, sind 18% Stickstoff, 12% Phosphor und 18% Kalium enthalten. Das ist eine hohe Konzentration.
Ihr habt vielleicht Dünger zu Hause, die haben ein Verhältnis von 2:2:2 oder 3:2:1. Ja, das kann sein. Das ist für handelsübliche Blumen okay, in Ordnung, aber für die Banane nicht. Ja, die Banane, die braucht hier mindestens zweistellige Werte, so wie bei diesem Dünger. Schauen wir uns kurz den anderen Dünger an. Dieser Dünger hat hier eine Konzentration von 7, 5, 6 und auch sehr wichtig diese Spurenelemente. Ich mache aber noch ein separates Video zum Thema Düngen, wo ich explizit auf alle Werte im Detail eingehen werde. Wenn ihr einen Dünger zu Hause habt, wie bereits erwähnt, mit einer Konzentration von 3, 2, 3 oder einem Verhältnis von 3, 3, 3, dann müsst ihr diesen Dünger die Konzentration entsprechend erhöhen. Ich empfehle hier mindestens auf den zweistelligen Bereich zu gehen, zum Beispiel 10, 10, 10 oder dementsprechend 10, 8, 10. Multipliziert eure Werte einfach mit 2 oder mit 3, sodass ihr etwas höher kommt. Was bedeutet das in der Anwendung? Ihr müsst einfach doppelt so viel Konzentration von eurem Dünger nehmen, wie auf dem Etikett aufgedruckt ist. Aber Achtung, das gilt nicht für alle Pflanzen generell. Jetzt insbesondere für die Musa Basso, für eigentlich alle Arten von Bananen. Die brauchen wirklich sehr viel Power. Die wachsen extrem schnell und irgendwoher müssen die natürlich ihre Nährstoffe bekommen. Und vor allen Dingen, wenn man die Banane im Topf hält, ist es essentiell wichtig, eine gute Nährstoffzufuhr zu gewährleisten. Das ist das A und O in meinen Augen. Wie oft düngt man die Banane? In der Wachstumsphase würde ich sagen, ein bis zweimal pro Woche mindestens. Das tut ihr gut, das braucht sie, egal ob im Topf oder ausgepflanzt. Wie bereits erwähnt, im Topf ist es noch etwas wichtiger. Wenn die Banane ausgepflanzt ist, bildet sie längere, tiefere Wurzeln und holt sich die Nährstoffe auch aus dem Mutterboden. Im Topf aber mindestens ein bis zweimal die Woche, dann habt ihr ein wirklich sehr kräftiges und gutes Wachstum. Es sind gerade wirklich tolle Aufnahmen mit dem Wind. Man sieht, die Wedel sind zum Teil eingerissen, zum Teil etwas stärker, zum Teil etwas weniger. Macht der Musa Basso aber überhaupt nichts aus. Sieht nicht ganz so attraktiv aus, aber man sieht, die oberen, die neuen Wedel sind noch kaum eingerissen, obwohl hier so ein Wind geht. Wir haben Mitte November und ja, die ersten Fröste kommen bald. Das bedeutet, die Musa Basso wird demnächst gekappt. Leider Gottes muss das sein. Das tut immer sehr weh. Aber es muss sein, um die Musa gut über den Winter zu bringen. Ich mache davon ein extra Video. Da könnt ihr euch gerne nachbauen, was ich hier für die Musa Basso vorbereitet habe. Ansonsten war es das für heute. Habt ihr Fragen, Anregungen, alles in die Kommentarbox rein. Ich werde alles beantworten. Macht's gut. Bis bald.